Verschwendung. Ja, toll, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar, gut, aber dann tun wir ein bisschen hinten durch. So. Oh. Gut. Gut, dann gehen wir wieder hier hin. So. Geht das nicht mehr? Hättest du... Alter, Sophie, das ist nicht nett von dir. Das ist nicht nett von dir gewesen. Aber dann habe ich dort noch genug Munition, ne? Schnell, 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 schnell. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Geschafft, geschafft. So. Filter. Scheiß Filter. Du kannst plündern. Wegen Filtern und Muni. Wow. Muss ich zuerst hier ausschalten? Scheiß. So, jetzt nochmal. So. Jetzt geht's, ne? Jetzt geht's. Hus Deutsch ist da. Ja, ich weiß. Mhm. Ist da jetzt noch einer? Nee. So, jetzt habe ich's geschafft. Huhu. Ich will da nicht fighten, ne? Nur nicht daneben hüpfen. Kleiner Grashüpfer. Naja, ich habe noch für 10 Sekunden Luft. Tun wir das schnell rein hier. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Die Angreifer sind vermutlich noch auf dem Territorium der Basis. Scheiße, Mann. Achtung, ich wechsle die Stellung. Unbefugte sind auf der Stelle zu erschießen. Die Linie hat bis auf weiteres an Ort und Stelle zu. Das soll ich wahr sein, Junge. Achtung, das Störsystem wird wieder hochgefahren. Verdammt. Toll. Dann schieße ich halt mich frei hier. Rett mich. Plündern nicht vergessen. Plündern und Medipack. Ja, gib Deckung. Komm, wo sind sie? Hallo, Kuh. Hallo, was ist denn los? Alter. Ja, wir gehen jetzt. Komm, egal. Hier ist sicher wieder Ruhe. Oh. Deutsch ist da. Ja, hahaha. Er lacht sie wieder, die Sophie. Moment. Ne, das war nicht Maske abnehmen. Was war das? Abwischen. Ne, war es auch nicht. Maske abnehmen, Tutorial für Dummies. Wie war das nochmal? Ne, Uhr sehen ist nicht richtig. Kannst die Maske abnehmen? Ja, ist gut. Ich versuch's. Ne, das versuche ich nicht. So. Ich möchte nur. Ah, Moment. Habe ich da ein Fernrohr? Ne, habe ich nicht. Dann nehme ich das. Dann nehme ich das, ganz klar. Holz dann nehme ich auch dazu. So, wie lange streamst du noch? Ich weiß nicht. Also normalerweise streame ich ja bis spät in den Morgen und so. Also bis so 2 Uhr. Maximal. Aber da ich morgen arbeite, wird es wahrscheinlich früher sein. Darum habe ich auch früher angefangen zu arbeiten. Nee, nimm Gewehr mit. Gewehr habe ich ja mitgenommen. Das habe ich ja hier. Guck. Das hier. Gewehr ist da. Und Pistole. Mit Rotpunkt. Rotpunktgewehr. Pistole. Waffenkunde, ne? Voll. Memo an das gesamte Personal der Spezialwache des Projekts Schild. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Versuche von Spionen, unsere Verteidigung zu durchbrechen, merklich angestiegen. Ungewöhnlich ist, dass die feindlichen Agenten zum Teil Frauen, alte Menschen und Jugendliche sind. Dies ist ein Beleg für die ungemein große Effizienz bei der Spezialwache, bei ihrer Arbeit zur Verhinderung, dass die Feinde, ich lese Sachen, die nicht dastehen, ich weiß,
dass die Feinde ihr Ziel erreichen. Unsere Verteidigung zu durchbrechen und mittels Standardtaktiken sabotage Akte auszuführen. Aus diesem Grund müssten alle Mitarbeiter der Spezialwache ihre Pflichten verantwortungsvoll erfüllen und niemals zögern, Spezialmaßnahmen bei jeglichen feindlichen Agenten zu ergreifen, die festgenommen werden. So. Vergessen Sie nicht, dass der Feind hinterlistig und einfallsreich ist. Außerdem ist er verzweifelt genug, seine letzten Reserven in die Schlacht zu führen. Nichtsdestotrotz sind die Ressourcen des Feindes noch immer gewaltig und eine in die Ecke gedrängte Ratte ist besonders gefährlich. Die kann beißen. Noch was, wenn es gleich zum Gemetzel kommt. Du wirst sie sehen. Schieß auf die Fässer. Sonst wird die Story nicht weitergehen. Du wirst die C2 sehen. Was heißt die C2? Ich werde paranoid. Hey, Joe Silver, Situation. Okay, alles klar. Ich werde die Situation sehen. Ah, C2, alles klar, gut. Ich werde mir Mühe geben, dass ich die Fässer treffe. Nee, das sollte nicht Problem werden, die Fässer zu treffen. Oh, da war was. Oh, da war noch mehr. Cooler Spind. Sonst noch was Lootbares hier. Lootgeiler Hellfire. Oh, guck mal. Hätte ich fast alles verpasst hier. Oh, ist ein Foto. Nee. Nix. Gut. Hätte ich was verpasst. Also ich spiele das Spiel dann nach dem Ding hier. Bring gerade hell das Spiel bei. Nee, das Spiel kenne ich ja. Okay. Aber da ist dunkel. Okay, das ist eine Tür. Leiter vor uns hinunterklettern. Alles klar. Dosen? Nee. Licht, weg damit. Die Leiter hier runterklettern, ne? Dann klettern wir doch einfach die Leiter runter und lassen das Zeug stehen. Augen. Ja, Augen. Da war vorhin auch einer runter. Das ist einer. Gruppe A, Lagebericht. Gruppe B, Patrouille in Hof- und Generatorraum fortsetzen. Gruppe A, Windturbinenzone überprüfen. Die Kommunikation wurde dort unterbrochen. Verdammt, wie viele Wachen haben Sie denn? Ich beim Schreiben warten. Das würde ja ein ganzes Wort unterschlagen. Was? Was denn für ein Wort? Oh, mein Chat, der ist ruhig. Der ist ruhig. Das stimmt schon. Ja, die Augen, Nelly. Fetter Zug. Gruppe D, zum Generatorraum verlegen. Aha, sei da ganz vorsichtig. Zur Abwechslung brauchst du mal nicht den Helden. Oh, mein Chat ist doch ruhig und gespannt, oder nicht? So, ich bin auch raus für heute. Tschüss, Yuko. Ciao. Wenn ich da bin, nie. Ich merk's gerade. Muss ich da hoch? Ich muss, glaube ich, da hoch, ne? Ich glaube, ich muss da hoch. Gut. Toll. Der bewegt sich weg. Ganz gut.
bewegt sich wieder hin. Ups, voll auf Ehrmark. Tut mir leid. Ich wollte nicht den auf Ehrmark schießen. Ne? Mrs. Hellfire, Chiyoko. Alles gut, danke. Was? Okay, das muss ich jetzt übersehen, wenn wir einen Timeout geben. Ach was. Sie müsste jetzt bereit sein. Nachricht zurückgezogen. Und seid bitte vorsichtig. Was? Nach oben. Ja, noch mehr Waffen. Toll. Na gut, dann tun wir halt eben die weg. Ne? Dann habe ich zwei Gewehre. Ist auch gut. Da noch ein bisschen Munition. So. Gut, das Massaker beginnt, ne? Ist schon tot. Leg dich ab, Anna. Liegt die am Boden? Da gibt's Filter. Hm, lecker. Auf zu schießen, Junge! Nein! Im Plopp! Das hat die Sophia geschrieben, also kein Timeout. Was? Okay, das muss ich überprüfen. Wenn sie eine Person haben, die... Nur die... Was? Hallo, Regine von... Ja. Hä? Letzten Checkpoint. So, nochmal. Als Moderator hat man es auch nicht leicht. Nee, hat man es nicht, Joe. Auf jeden Fall ganz gute Arbeit, was ihr da immer macht. Ganz gute Arbeit. So, dann versuchen wir es halt auf diese Taktik, ne? Nee, das Gewehr. So. Junge, was? Der hat ein Aim hier. So, der hat gehustet, das heißt, er ist tot. Gleich werde ich von hinten erschossen hier. So. Jetzt nicht wieder nach vorne laufen, da ist noch ein Licht, der sich nicht zeigt. So. Der mich vorhin geschnitzelt hat. Weil ich nicht so oft da bin, Herr Lee. Kritische Zeit. Oh, Joe, kein Problem. Ist auf jeden Fall kein Problem, Joe. Auf jeden Fall nicht. Ne? Ne? Das hier. Rucksack. Ne. Munition. Ja, wir müssen die Drehscheibe einschalten. Bla, 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 bla. Ich muss looten. Ich bin lootgeil. Okay. Was hat denn der für einen Schläger in der Hose, Mann? Oh, Loot. So, ey, komm. Ey, nee, nee, nicht F. Ja, ja, komm. Ich komm gleich. Ich tu gleich die Drehscheibe einschalten. Nur die Ruhe. Kleine Anna. Wir haben noch gerade Zeit. Uns geht ja nicht die Luft aus und so. Und ich kann hier in Ruhe looten. Na? Hier gibt's nichts. So. Ja, 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 ja. Da hat's noch einer. Da hat's auch noch einer. Ne. Ich wechsle die ganze Zeit Waffen. Dabei will ich doch die Munition. So. Okay. Wollte nur sehen, was das ist. Oh. Okay, alles voll. Alles voll bedeutet nicht gut. Alles voll bedeutet sehr schlecht. Hey, würdest du bitte? Will er nicht. Gut. Ich gehe schon mal in Deckung. Alarm, alle Gruppen zum Hangar. Ja. Ah, Licht ausschalten, Junge. Oh, toll. Sind das die Fässer? Ich glaube, das sind Fässer. Scheiße.
Noch ein Medipack schnell nehmen, ne? Bin ich so gut zweg hier? Du, was? Aufpassen, ja. Oh. Mann, 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 Mann. Mann! Oh, das war der Schrank. Der Schrank ist mir auf den Kopf gefallen. Oh. Wo sind wir denn jetzt? Das war heftig. Abgestürzt. Okay, das war das Fass. Alles klar. Also das Zeug ist ein bisschen wie, Sophia. Ich hoffe, es dir geht gut. Ich wüsste nicht, warum man jetzt ein Haus besichtigen soll. Was? Haus besichtigen sollte. Hey. So. Vor langer Zeit verloren. Ja. 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 Na, aber nicht. Oh. Hey. Weiß nicht mehr, was ich sagen will. Gut. Ich hab Held. Okay. Wo? Wo denn? Wo denn? Da, im Rauch. Ich sehe ein Lichtchen, aber mehr sehe ich nicht. Ich glaube, sie hat sie gekillt. Ich hoff's. Oh, Feuer, 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 Feuer. Ich laufe ins Feuer. Junge, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich habe nur auf Sophies letztes Dings Kirchen geantwortet, Helly. Alles klar, habe ich schon begriffen. Das habe ich begriffen. Okay. Da wird's ein bisschen warm, ne? Hellfire hat gern warm, ne? Der liebt warm. Jetzt. Lauf schneller! Artyom, schau dich doch nicht so oben! Ja! Geschafft! Okay. Ah, ich muss gar nichts machen. Mach's alles automatisch. Alles gut. Ich hab die Maske immer noch auf. Ja! Toll! Blendgranaten! Toll! Einen fahrenden Zug Blendgranaten reinwerfen. Und den Zug wieder entkapern. Toll! Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft, soll das heißen, erschießen Sie die beiden. Widersprechen Sie mir nicht, Soldat! Hier ist nicht. Herr Oberst, wird Ihnen was tun? Herr Oberst! Wir haben hier ein Problem! Papa! Leute! Wir sind's! Helft uns! Anna, was zum Teufel? John! Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt über. Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle! Also gut, alle herhören! Seid still! Ich fasse es nicht! Kein bisschen! Scheiße! Das ist Miller! Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mistkerle haben auf uns geschossen, sie! Ach, egal! Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hansel kann das nicht abgelöst werden. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, das sind Menschen. Aus anderen Städten. Tod. Alle Mann, die Klappe halten. Gott, so viel zu lesen. Das erkläre ich euch später. Alles. Gleich. Ich komme nicht aus dem Bildschirm. Wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich. Wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade Moment. Ich kann ja mit Hände. Kann ja mit Hände. Wir können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich Sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major, meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Also ich werde für Sie kämpfen, keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Was? Moment, ich verpasse das alles. Moment. Zum Kanal. Melden, entfernen, Nutzer vorübergehend blockieren, Nutzer auf diesem Kanal ausblenden. Da gab's doch. Darf ich vorher noch meine Mod-Fähigkeiten missbrauchen und
und dir einen Timeout geben. Just for the Lulz. Ich kann sie gar nicht zum Mod machen auf dem Handy. Ohne Scheiß, ist nicht gelogen. Moment. Wenn es dann jetzt noch scharf stellt, wäre es schön. Ich habe nur zum Kanal melden, entfernen, Nutzer vorübergehend blockieren und Nutzer auf diesem Kanal ausblenden. Okay. Moment. Nee, Moment. Dann machen wir es anders. Task Manager. Dann komme ich aus dem Bildschirm. So, dann machen wir es hier direkt. Komm. Task Manager hier. Nutzer auf den Moderator hinzufügen. Hier. So. Sophie KD 411. Willkommen bei den Höllenrittern beim Mod. Liegt vielleicht an den Sonnenzeichen im Nick. Also hier geht's. Hier geht's. Von daher. Hier geht's. Ja. 4 Stunden jetzt. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Sophie. Ich merke, ihr kennt euch schon und daher habe ich da nicht so ein großes Misstrauen oder... Das geht schon in Ordnung. So, und dann können wir auch gleich wieder weiterspielen hier. Wobei, meine Frau hat vorhin gesagt... oder geschrieben... Moment... Dass ich sagen soll, wann ich Pause mache und so. Ich habe eine Nachricht von meiner Frau auf dem Handy. Combox. Sie ist im gleichen Haus, aber sie redet mir auf die Combox. Die sind schön, das stimmt. Die sind sehr schön, muss ich sagen. Sie machen einem, machen dich ein bisschen anders. Sie machen dich einzigartig. Ne? Ich musste nur 3-mal an einem Tag in den Stream. Dann war ich Mod. Joe. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber das waren Abstimmungen. Das waren definitiv Abstimmungen. Joe for Mod und so. War's. Bei Fallout 4. Das weiß ich noch. So. Gut, ich mach schnell Pause. Ganz kurz Pause. Yeah. Gleich. Also gut, Spartaner. Werft die da über Bord. Und dann voll dann vorauf. Komm mit, Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Jetzt habe ich natürlich ganz viel Gerede verpasst. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Hier scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Das war ein Mod-Votum, ne? Nee, du hast mit Namo und Nemi PUBG gespielt. Ah, echt? Ja, genau, und dann Joe for Mod, irgendwie ganz Großbuchstaben. Ich weiß nicht mehr, wer oder was, aber ich dachte dann, komm, wenn die dir alle vertrauen, dann kann ich das auch, oder? Ich glaube, so war es irgendwie, ja. Stimmt schon. So. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht. Und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen. Es laggt bei mir ein bisschen. In den Filmsequenzen oder in den Vorgeschnitten. Keine Ahnung wieso. Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Ja, genau. Bis 5 Uhr? Okay. Ja. Habt ihr gehört? Alle sofort Maschinen. Stopp! Okay. Das war nur eine Warnung. Wenn sie nicht Folge leisten, werden sie erschossen. Ich auch, Joe. Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hast? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und hast Joe, Hashtag Band. Nein, Joe nicht. Joe ist schwer in Ordnung. Miau. Das war schön. Das Video war schön. So klappt das nicht. Genau, miau. Das war schön, das Video. Ich als Katzenliebhaber und Besitzer zweier kleinen Kätzchen. Niedlich. Ich teile hier die Freiwilligen ein. Ich mache es. Alles klar. Na genau, freiwillig. An was bin ich denn bitte schön schuld?
Joe ist dafür bekannt, die Arbeit so vielfältig zu machen. Hm, Joe. Echt? Echt, Joe? Wir wollten nicht weit weg, nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Wir sind schon auf dem Gegnerzug. Und die haben ein Auto. Komm, wir fahren weg. Gehen, wenn wir anhalten? Ich muss sie verhaften und vor Gericht. Aber das Auto ist nicht funktionstüchtig. Es fehlen zwei Räder. Soll das ein verdammter Scherz sein? Hallo? Ich, ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit Hallo? Dem Zug vor? Alles voll. Ne? Alles voll, toll. Nein, darauf gibt es gut. Nur eine Antwort. Sie wurden gekauft. Zu ihren guck. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße. Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand an Kuckus. Kuckus. Pläne? Hochverrat? Da guckt einer. Da guckt einer. Oh Gott. Ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Wir haben Verrat begangen. Wir haben uns vernichtet und sie. Ich hatte einen Helm, wieso ist er ohnmächtig? Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Weißt du das nicht? Irgendwelche Arschlöcher haben unsere Lok geklaut und fliehen jetzt aus. Was ist denn, Tanja? Nichts. Nun gut, ich ergebe es. Ich gebe! Bam, bam! Weg ist er! Hallo, ich kann das Zeug nicht aufheben, was ich will! Mann! Mann! Aber gut. Die habe ich schon genommen hier. Bam! Was ergibt der? Er ergibt sich wahrscheinlich. Der Deserteur! Der Staatenbund der Ringlinie. Staatskasse. Staatskasse? An Oberstleutnant Taubmann. Taub. Mobile Sondereinsatztruppe. Kommandant. Herr Oberstleutnant, Bezug nehmt auf Ihre Anfrage mit Formular. Sir, und ciao. So, hier. 764-35 habe ich die Notausgabe von 6000 Militärpatronen, Kaliber 7,62 Munition, in Gurten zu 200 Schuss genehmigt. Ich muss Sie jedoch an die Konsequenzen erinnern, sollten sich diese Transaktion nicht als voller Erfolg erweisen. Ihre Operationen sind für unser Budget eine ständige Belastung, wenn auch nicht ohne ein gewisses Flair und daher wohlwollend hingenommen, dass Sie damit Ihr Kontingent überschreiten können. Liegt nur an der Ihnen zugesprochenen Vertrauenswürdigkeit. Bei der nächsten Kommandokonferenz wird es sicherlich hinterfragt werden. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass Sie dieses Mal unbedingt ein zufriedenstellendes Ergebnis abliefern müssen. Unterzeichnend Woloschkowski, Schatzmeister. Alles klar. Oh Gott, das war ein komischer Text. Ich habe bei Gronkh bis genau jetzt geguckt. Oh, Sophie, ich habe sie geglaubt. Also, es gab ja schon 4 Folgen zum Teil, ne? Ich habe sie geglaubt, ohne Scheiß. Aber cool. Finde ich cool. Ja. Nein, dafür habe ich kein Verständnis. 2 Folgen. Beim Bruga waren es schon 4 Folgen. Und ich habe mich gestern tödlich aufgeregt, deswegen. Ich habe sie nicht geguckt. Nichts. Gar nichts. Jetzt kommt näher. Einer 13 im Bereich. Also auf den Wisch, was... Nein, dafür habe ich kein Verständnis. Also auf den Wisch. Das wahrscheinlich haben die Munition geordert hier für ihren Zug. Die Zeit ist rum, Oberst Miller. Ruhig, wir werden langsam. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Zeit. Oh Gott. Na, okay. Und ciao. Sonne auf meinem Gesicht. Frische Luft in meiner Lunge. Das Gras unter meinen Füßen. Von solchen Dingen haben wir gehört. Und doch haben wir in einer Welt ohne sie gelebt. Eine Welt im Untergrund.
Ich habe keine Erinnerungen an das Leben vor dem Knall. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Ich war noch ein kleines Mädchen. Du hattest die ganze Zeit recht. Da draußen ist nicht nur Russland. Da ist die ganze Welt. Könnte so etwas noch einmal existieren? Ich habe Hoffnung. Lasst uns also die Diener des Feindes ohne Erbarmen erschlagen! Sehen Sie die Leute, mit denen ich arbeiten muss? Ganz und gar degeneriert. Wir sind die Regierung, die Sie verdienen. Ich ertränke euch in eurem eigenen Blut! Verstehst du? Es gibt keine andere Möglichkeit. Der Mensch ist ein Tier. Ein Tier. Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Nur die Stärksten überleben. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Du wirst niemanden retten. Ich habe Hoffnung. Die Zukunft fürchte ich noch immer.